ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Naja, ich habe geschlafen, ich glaube es war 5:30 und dann hat es geklingelt und ich habe gedacht, ich schlafe weiter. Und dann hat es aber ungefähr 40 Mal geklingelt. Ich bin für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ich bin für das Grundgesetz und die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Grundgesetzes, die sitzen in der Regierung und natürlich mittlerweile auch im Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz schützt nicht mehr die Verfassung, sondern nur noch die Regierung. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus. Hausdurchsuchung bei Kompakt TV, dem Magazin hier in Falkensee bei Berlin. Endet hier die Pressefreiheit? Für Jürgen Elsässer gab es am Dienstag ein böses Erwachen. Er ist der Kopf hinter dem Kompakt-Magazin. Es gilt schon seit Jahren als gesichert rechtsextrem. Es ist das Leitmedium für alle, vom Altnazi bis zum identitär bewegten Jugendlichen. Kompakt machte ihn weiß, sie seien eigentlich gemeinsam im Widerstand gegen einen Unterdrückerstaat. Ich habe heute das rechtsextremistische Kompakt-Magazin verboten. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Dieses Regime wird damit nicht durchkommen. Dieses Regime wird untergehen, wenn es weiter solche Maßnahmen gibt. Und heute hat Frau Faeser einen Nagel in ihren eigenen politischen Sarg geschlagen. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Deswegen ist unser Verbot ein weiterer harter Schlag gegen den Rechtsextremismus. Naja, ich habe geschlafen, ich glaube es war 5:30. Und dann hat es geklingelt und ich habe gedacht, ich schlafe weiter. Und dann hat es aber ungefähr 40 Mal geklingelt. Da habe ich gemeldet, ich kann nicht weiter schlafen, habe meinen Bademantel angezogen bis runter zur Haustür, habe nochmal durchs Fenster durchgespäht. Da sehe ich dann schon die Polizisten vermummt und da wusste ich schon, was die Stunde geschlagen hat. Und dann habe ich die Tür aufgemacht, sonst wäre sie ja aufgebrochen worden. Und dann war der Einsatzleiter und hat mir den Beschluss verkündet, Hausdurchsuchung, Beschlagnahmung und Verbot von Kompakt Magazin GmbH und unserer Tochterfirma Konspekt. Und dann sind die reinmarschiert und haben sich in allen Räumen breit gemacht und haben sich alles angeschaut. Also der ganze Prozess ging von ungefähr 6 Uhr bis jetzt 16 Uhr. Also 10 Stunden waren die hier. Ich konnte mir was zu essen machen, war ein Beamter dabei. Ich gehe aufs Klo, ich kann die Tür nicht zumachen. Beamte wartet draußen. Ständig war also ein Beamter hinter mir her, während seine Kollegen hier alles durchwühlt haben. Wie viele Beamte waren hier? Können Sie das so schätzen? Ich habe nicht durchgezählt. Ich würde schätzen 35 bis 45. Fast alle schwarz vermummt. Also mit Gesichtsmaske, dass nur die Augen zu sehen waren, wie man es von den Autonomen oder der Antifa kennt. Also als die morgens geklingelt haben, habe ich erstmal gedacht, huch, kommt jetzt die Antifa. Aber dann war schon klar, es ist der Freund der Antifa. Also hier haben sie alles mitgenommen, die Schreibtische alles mitgenommen, den Esstisch haben sie stehen lassen. Gut, hier waren Schreibtische von Mitarbeitern. Ist alles ausgeräumt worden, ja. Haben sie alles mitgenommen. Die Computer, die Handys, alle papierenden Unterlagen, die Firmenwagen wurden schon abtransportiert, die große Bühne wurden beschlagnahmt. Um 6 Uhr morgens erfährt er vom Verbot seines rechtsextremen Kompaktmagazins und der dazugehörigen Filmproduktionsfirma. Gleichzeitig finden Durchsuchungen in 3 weiteren Bundesländern statt. Geschäftsunterlagen, Datenträger und zahlreiche Kompaktausgaben, all das wird beschlagnahmt. Und es ist auch verboten, Nachfolgeorganisationen zu gründen. Das heißt, einfach so jetzt unter neuem Namen direkt weitermachen, das wird vermutlich nicht gehen. Und das Gesetz sieht bei Verstößen gegen dieses Verbot, solange es besteht, unter anderem Haftstrafen bis zu 1 Jahr oder Geldstrafen vor. Unter bestimmten Umständen kann der Strafrahmen sogar noch ein bisschen höher liegen. Also ich halte das Vorgehen der Bundesinnenministerin für rechtswidrig, mehr noch.
verfassungswidrig und verfassungsfeindlich, weil das ein schwerer Eingriff ist in das Grundrecht auf Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Und eine derartige Maßnahme durchzuführen, ist nicht einfach ein Kavaliersdelikt, sondern Frau Faeser legt hier die Axt an eine tragende Säule unserer freiheitlichen Demokratie, nämlich die Presse- und Meinungsfreiheit. Also der Staat versucht hier wirklich Tabula rasa zu machen, um ein erfolgreiches Medienprojekt zu verbieten. Einzig und allein aus dem Grund, weil dieses Medienprojekt für die Herrschenden gefährlich wurde und nicht aus strafrechtlichen Gründen, denn Kompakt wurde noch nie strafrechtlich verurteilt. In 14 Jahren Existenz gab es keine einzige Verurteilung wegen irgendwas wie Volksverhetzung, Rassismus, Antisemitismus, Aufruf zur Gewalt, niemals. Und dann jetzt diese Maßnahme Knallauffall aus dem Kalten heraus sozusagen, das ist typisch Nancy Faeser, das ist typisch Faschismus. Unser Rechtsstaat schützt all diejenigen, die wegen ihrer Herkunft, Hautfarbe oder auch wegen ihrer demokratischen Haltung angefeindet werden. Wir lassen nicht zu, dass ethnisch definiert wird, wer zu Deutschland gehört und wer nicht. Auch eine Frau Faeser muss einfach auch ertragen, dass es andere Meinungen gibt, die nicht die Meinung der Regierung sind und dass das nicht Hass und Hetze ist, sondern das ist zulässig. Das heißt also, wenn ein Magazin Artikel verbreitet, die strafrechtlich irrelevant sind, die erlaubt sind, kann man nicht unter Umgehung dann des Strafrechts, weil das Strafrecht nichts hergibt, dann über die Beobachtung und dann über das Verbot letztendlich doch das erreichen, was man will, ein Verbot, und dass das Magazin vom Markt ist. Das geht nicht. Entscheidend für das Kompaktverbot ist die Bewertung des Bundesinnenministeriums. Das Magazin verstoße gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Menschenwürde und trete dabei, Zitat, aggressiv kämpferisch auf. Wir hatten Anfang des Jahres im Frühjahr Schwierigkeiten mit Kontokündigungen und dem Verbot, Kompakt am Kiosk auf den Bahnhöfen zu verkaufen. Das waren aber Schläge, die wir gut verkraftet haben, dank der Solidarität unserer Leser. Das heißt, wir haben ein neues Konto und was wir am Bahnhof nicht mehr verkauft haben, haben wir woanders verkauft. Und das hat, glaube ich, Nancy Faeser und Herrn Haldenwang furchtbar geärgert. Und deswegen sind sie dann mit diesem Überraschungsschlag jenseits der Legalität gegen uns vorgegangen. Grundlage ist eine umfangreiche Materialsammlung des Verfassungsschutzes, der das Magazin seit 2021 als gesichert rechtsextrem einstuft. Hetze gegen Flüchtlinge, Rassismus, Antisemitismus, all das gehört bei Kompakt seit Jahren zum guten Ton. Beim Antisemitismus besonders interessant. Ich wurde ja von der ex-grünen Vorsitzenden Jutta Dietfurth als Antisemit verleumdet und habe zwei Verleumdungsklagen gegen sie gewonnen. Ich habe letztinstanzlich in diesem Verfahren gesiegt. Spielt natürlich heute keine Rolle mehr. Der Staat macht, was er will. Auch interessant beim Antisemitismus. Natürlich haben wir das Netanyahu-Regime kritisiert, jetzt wegen der Kriegführung und so weiter. Aber wir haben immer gesagt, die Mehrheit der Israelis ist gegen Netanyahu. Also man muss einen ganz klaren Unterschied machen. Es gibt hier nicht diese jüdische, man darf die Juden nicht verallgemeinern, sondern man muss immer genau hinschauen, wie in jedem Volk gibt es Gute und Schlechte. Ja, liebe Zuschauer, in Falkensee befindet sich nicht nur unsere Redaktion, sondern auch unser TV-Studio, nämlich in diesem Gebäude hier hinter mir. Und hier hat am Dienstag um 6 Uhr morgens ein Polizeigroßaufgebot Sturm geklingelt bzw. brachial gegen die Tür gewummert. Auch Mainstream-Medien standen hier auf der Straße schon bereit. Das heißt, die waren vorab informiert, was natürlich darauf hindeutet, dass das Ganze von langer Hand geplant und vorbereitet war. Und wir schauen jetzt mal rein, was sich drin im Studio nach dieser Razzia verändert hat. Kommt gerne mit. Ja, hier kam die Polizei dann reingestürmt in den Hausflur. Ich selbst noch in Unterhose, gerade aus dem Bett quasi gekommen. Und dann hieß es auf einmal, Kompakt ist verboten, was natürlich erstmal ein ganz schöner Hammer war. Daraufhin ging es in die Küche, natürlich mit Polizeibegleitung. Also hier wurden mir dann die Details eröffnet
Und ab sofort stand man unter kompletter Überwachung. Also ich wurde zur Kaffeemaschine eskortiert, ich durfte nicht ohne Begleitung aufs Klo gehen. Das heißt, man wurde behandelt wie ein Schwerkrimineller. Den Großteil der Zeit habe ich mich hier in der Küche aufgehalten und das Ganze ging natürlich über Stunden hinweg, weil dann die Durchsuchung losging. Das heißt, man hat die ganzen Bücherregale durchforstet nach Kompaktmagazinen. Man hat also gezielt nach Zeitschriften Ausschau gehalten. Rechtsextreme Verschwörungserzählungen werden auch online über Kompakt.tv verbreitet. Das Experiment der Umfolgung ist in vollem Gange, die Deutschen einfach wegzufolgen. Und dann ging es natürlich in das Herzstück des Hauses, nämlich in unser Studio, was sich in diesem Raum hier befunden hat, der jetzt komplett leergeräumt ist. Hier sieht man gar nichts mehr. Es wurde alles mitgenommen, alle Kameras, alle Monitore, alles abgetragen. Und man hat extra zwei große Transporter vorfahren lassen vor dem Haus, um darin alles zu verladen und mitzunehmen. Das heißt, man hatte wirklich den Auftrag, uns hier handlungsunfähig zu machen. Ja, ob diese Verbotsverfügung Bestand haben wird vor Gericht, das bleibt abzuwarten. Kompakt ist das zentrale Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene. Es verfolgt eine klare Agenda, Rechtsextremisten zu vernetzen und antisemitische Verschwörungsideologien zu verbreiten. Das selbsterklärte Ziel ist die Zerstörung unserer freiheitlichen Gesellschaft. Presse, die nicht putinfeindlich berichtet, wird als Feind erklärt und wird so behandelt. Presse, die nicht AfD abgewandt reagiert und berichtet, wird so behandelt. Presse, die die Corona-Aufarbeitung fordert, wird so behandelt. Die haben ja jetzt alle Verlagsräumlichkeiten besetzt mit der Polizei. Alles wird mitgenommen, alle Computer und unsere ganzen Konten werden beschlagnahmt. Das heißt, das Geld, das wir als Kompakt-Sauer verdient haben, wird jetzt vom Staat geraubt, wird in Staatseigentum überführt. Es gibt keine gesetzliche Grundlage für so ein Verbot eines Presseorgans, das legal ist. Wir sind ein völlig unbescholtenes Organ und trotzdem ist diese Maßnahme, dieses Verbot, damit werden Sie nicht durchkommen. Wir werden eine Eilverfügung anstrengen und hoffen, dass wir in den nächsten Tagen schon damit durchkommen. Unser AD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg in Berlin. Michael, was bringt so ein Verbot? Wie sinnvoll kann das sein? Ja, es werden immer wieder Argumente gegen derartige Verbote vorgebracht, unter anderem das, dass sich die Akteure, die durch das Verbot ja nicht verschwinden, im Endeffekt unter anderem Namen dann wieder zusammenfinden und ihre Aktivitäten fortsetzen. Nichtsdestotrotz ist so eine Struktur zunächst einmal zerschlagen, das sollte man nicht unterschätzen. Und hinzu kommt, dass im Endeffekt die... Wir wissen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet Kompakt und das Netzwerk seit 2021. So eine solche Beobachtung bzw. Einstufung als rechtsextremistisch geht natürlich auch immer mit einer gewissen, also zum einen mit einer nachrichtlich-dienstlichen Beobachtung einher und natürlich auch dem Sammeln von Beweisen. Also alles deutet darauf hin, dass das jetzt nichts ist, was von heute auf morgen geschieht. Da werden eine ganze Reihe von Hinweisen zusammengekommen sein. Ob die letztlich auch das Verbot juristisch tragen, das ist nochmal eine andere Frage. Das monatlich erscheinende Magazin, das vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird, darf jetzt nicht mehr erscheinen. Ebenso verboten deren YouTube-Kanal und auch der Online-Shop. Neben dem Medienunternehmen hat das Innenministerium eine zugehörige Filmgesellschaft verboten. Also für Bundesinnenministerin Faeser ein wichtiger Schritt gegen geistige Brandstifter, Zitat, und diejenigen, die den demokratischen Staat überwinden wollen. Im Augenblick sind wir geschwächt durch diese diktatorische Maßnahme, aber die Wahrheit lässt sich nicht verbieten. Und Mut zur Wahrheit ist der Slogan von Kompakt. Und dieser Slogan wird natürlich durch den Versuch des Verbots immer stärker werden. Deswegen zeige ich wie Donald Trump die Faust. Lassen uns meine Kamera nicht unterkriegen. Jürgen Elsässer reckt die Faust am Rande der Razzia in seinen Wohn- und Geschäftsräumen. Elsässer macht auf Donald Trump. Feind,
Man versucht jetzt sozusagen von Seiten des Regimes das ganze oppositionelle Medienspektrum einzuschüchtern oder im Falle von Kompakt platt zu machen, damit nur noch die Einheitsmedien, die gleichgeschalteten Medien, die für das Regime arbeiten, zu Wort kommen können. Und es würde natürlich die Opposition auch in Gestalt der AfD schwächen. Dennoch ist das Verbot umstritten. Die AfD-Spitze kritisiert die Entscheidung heftig als Angriff auf die Pressefreiheit. Doch auch zahlreiche Juristen und Journalisten sehen das Verbot kritisch. Also wir sehen, was ganz problematisch und ganz heikel ist, nämlich eine Regierung verbietet ein Pressemedium, das regierungskritisch ist. Das kennen wir eigentlich eher aus autoritären Staaten. Und wir haben in Deutschland die Pressefreiheit, das Grundrecht der Presse, die sehr weit reicht. Und deswegen, weil das Bundesverfassungsgericht das immer wieder betont, ohne freie Presse gibt es keine Demokratie. Punkt. Die Regierung ist hier zu weit gegangen und ich hoffe auch, dass das Bundesverwaltungsgericht, wenn es angerufen wird, die Regierung hier zurückpfeifen wird und nicht nur das, dass das Bundesverwaltungsgericht der Bundesregierung hier eine rote Karte erteilt, weil das, was hier gemacht wird, man muss nicht kompakt lesen, man muss nicht den Elsässer mögen, aber man muss das Grundgesetz und die freiheitlich-demokratische Grundordnung mögen. Das, was die Bundesregierung hier macht, ist ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Jürgen Elsässer und sein Kompaktteam diesen Kampf bestehen werden, quasi als Panzerhaubitze der Freiheit in die Geschichte eingehen werden. Helfen wir mit und unterstützen wir das gesamte Kompaktteam, indem wir uns laut zu Wort melden und an eine hoffentlich freie deutsche Richterschaft appellieren, der Willkürmaßnahme von Frau Faeser ein baldiges Ende zu setzen. Jetzt müssen wir davon ausgehen, dass die Akteure hinter dem Kompaktmagazin, hinter diesem Netzwerk, dieses heute ausgesprochene Verbot nicht auf sich beruhen lassen, beziehungsweise dann rechtlich dagegen vorgehen. Welche Erfolgschancen siehst du dabei? Das ist tatsächlich schwierig zu sagen. Es wird mit Sicherheit ein Verfahren, bei dem Grundsatzfragen zu klären sind. Zuständig wäre für eine solche Klage gegen das Verbot in erster Linie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es ist aber auch gut möglich, dass sich auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe noch mit dem Fall beschäftigen wird. Ich habe schon erwähnt, es gab schon ähnliche Fälle. Dort hatten die Verbote gegen Medienplattformen oder auch gegen Medienunternehmen vor Gericht Bestand. Die wurden nicht gekippt, aber aus diesen Fällen lässt sich nicht allzu viel rauslesen. Ich habe immer noch so viel Vertrauen in die deutsche Richterschaft, dass ich einen gerichtlichen Segen für diese Willkürmaßnahme für unmöglich halte, nach wie vor. Frau Faeser hat meines Erachtens auch noch einen verfassungsrechtlich verbotenen Weg beschritten, indem sie Kompakt kurzerhand zum Verein erklärt hat und nach Vereinsrecht aburteilt. Ein übrigens einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Frau Faeser beklagt, dass Kompakt einen Wechsel des Regimes anstrebt und hält das für demokratiegefährdend. Ein Regimewechsel bedeutet aber eben nicht die Abschaffung der Demokratie, sondern die Abschaffung dessen, was der frühere Innenminister Horst Seehofer einmal als die Herrschaft des Unrechts bezeichnet hat. Dieses Verbot ist so unfassbar und beweist uns allen, dass wir in einem totalitären System leben, in dem eine Linksextremistin als Bundesinnenministerin auf ihren letzten Metern, denn sie wird nie wiedergewählt werden, das weiß sie natürlich selbst am besten, nochmal mit Vollgas ihre Politik der verbrannten Erde bis zum Äußersten durchzieht. Sind Sie die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr? Ja, ich sehe sie in Gefahr. Ich sehe sie in Gefahr auf vielfältige Art und Weise. Sie müssen nur mit den Bürgern auf der Straße, gerade im Osten Deutschlands, sprechen, die ihr natürliches Gefühl zum Ausdruck bringen, dass sie Angst haben, nicht mehr das sagen zu können, was sie denken, weil sie ansonsten mit Repressalien zu rechnen haben. Meinungsfreiheit ist in Gefahr, wenn Menschen, die eine bestimmte Meinung vertreten, AfD-nah sind, sich kritisch zur Migrationspolitik äußern, ihren Job verlieren können, ihre Wohnung verlieren können. Und das ist nicht nur ein Können, so etwas passiert in Deutschland derzeit. Hätte ich mir nie vorstellen können. Wenn Menschen, die eine bestimmte Meinung vertreten, nicht mehr akzeptiert werden, weil angeblich dies Hass und Hetze ist,
wenn Regierungspolitiker der Auffassung sind, die Meinungsfreiheit gilt nur für deren Position. Alles andere ist Hass und Hetze. Da muss ich sagen, ist die Meinungsfreiheit wirklich in Deutschland in Gefahr. Und aus meiner juristischen Sicht muss ich sagen, ich hätte mir niemals vorstellen können, dass wir eine derartige Erosion von Rechtsstaatlichkeit haben, wie wir es derzeit erleben. Es ist ein Alleingang von Nancy Faeser, die hier eine Verfügung erlassen hat, um uns da wirklich auszuschalten, um ein Oppositionsmedium kaltzustellen. Und das geht so nicht. Also das muss jeder Bürger der sogenannten Mitte auch erkennen. Kubicki, von Kubicki bis sonst wohin. Also da hoffe ich einfach, dass da jetzt ein Erwachungsprozess in Gang gesetzt wird. Und Anzeichen dafür gibt es schon. Also wenn sich sogar ein Mann wie Wolfgang Kubicki, der sonst immer mit dem Strom schwimmt, kritisch äußert, dann ist das für mich ein sehr gutes Zeichen. Aber ich bin der festen Überzeugung, die Frau ist nicht bereit zurückzutreten und wir haben einen Bundeskanzler, der nicht willens oder nicht in der Lage ist, sein Kabinett zu führen. Von einem Bundeskanzler würde ich erwarten, dass er Frau Faeser schon längst abgesetzt hätte. Also ich erwarte eine Absetzung von Frau Faeser, weil sie schlichterdings untragbar ist in dieser Funktion. Zahlreiche namhafte Juristen im Land wie Rupert Scholz, Wolfgang Kubicki, Volker Böhme-Nestler, Joachim Steinhöfel oder auch Dietrich Mooswig sagen, dass sie beide aufgrund ihres Umgangs mit der Meinungsfreiheit und dem Rechtsstaat selbst ein Fall für den Verfassungsschutz wären. Herr Kubicki sagt sogar, Sie wären eine Gefahr für die Demokratie, Frau Faeser. Wie beurteilen Sie diese Einschätzung? Das ist eine absurde Einschätzung, weil wir in keinster Weise in die Meinungsfreiheit eingreifen. Tun wir ja nicht. Wir haben keine neuen Gesetze, die Meinungsfreiheit einschränken und insofern ist das Unsinn. Diese Ampelregierung ist die, die wirklich hier gefährlich ist für das Volk in Deutschland. In diesem Sinne natürlich frei nach Nancy Faeser. Alles gegen Deutschland, Deutschland zuletzt. Lang lebe die DDR 2.0, kommt alle ran, Genossen, und lasst uns dieses vierte sozialistische Reich nochmal richtig aufblühen. Dieses Magazin hetzt und agitiert auf unsägliche Weise gegen Jüdinnen und Juden, gegen Menschen mit Migrationsgeschichte und gegen unsere parlamentarische Demokratie. Das ist eine Maßnahme, wie man sie aus der DDR kennt oder aus dem Dritten Reich kennt, aber einer freiheitlich-demokratischen Ordnung unwürdig. Und es zeigt, dass wir hier in Deutschland auf einem verheerenden Weg sind. Die rote Schwelle ist eigentlich schon überschritten. Auf einem verheerenden Weg sind Richtung zu einem neuen Faschismus. Wenn Kompakt als legale Zeitung, als nie verurteiltes Organ nicht mehr erscheinen darf, dann ist kein anderes kritisches oppositionelles Medium mehr sicher vor den diktatorischen Maßnahmen dieses Regimes. Und am allerschlimmsten lief es in der Zweitwohnung meiner Frau im Hessischen, wo sie sich zufällig aufhielt. Da standen die Beamten, das muss man sich mal vorstellen, plötzlich um das Bett meiner Frau rum. Meine Frau wacht auf und schwer bewaffnete Polizisten sind rund ums Bett. Und dann wurde der Befehl gegeben, stehen Sie bitte auf. Und dann hat sie auch schlaftrunken gesagt, Entschuldigung, ich bin nackt. Dann ziehen Sie sich was an. Aber die Beamten sind nicht rausgegangen aus der Wohnung. Ja, sie haben ihr ein T-Shirt hingeworfen, und aber sind nicht rausgegangen. Da war die größte Beschlagnahmung. Meine Frau hat kurz vorher von ihrem Privatkonto 15.000, 16.000 Euro abgehoben. Die hat der Staat konfisziert. Das hat der Staat geraubt. Meine Frau hat eine private Münzsammlung über, was weiß ich, 20 Jahre angelegt, wurde konfisziert. Und besonders schlimm ist natürlich, ich habe mit meiner Frau gar keinen Kontakt, weil sie hat kein Handy mehr, ich habe kein Handy mehr, wir haben keine Computer mehr. Ja, also da wurde richtig dann auch die Macht der Diktatur demonstriert. Ja, es ist der schwerste Angriff gegen die Pressefreiheit, zumindest seit der Spiegel-Affäre 1962. Damals wurde aber der Spiegel nicht verboten. Jetzt haben wir eine Verbotsverfügung von Nancy Faeser gegen Kompaktmagazin GmbH. Alle Magazine, alle TV-Formate, alle Sozial-Media-Formate. Das heißt, das ist der Versuch der Vernichtung. Artikel 5 Grundgesetz, Presse- und Meinungsfreiheit ist außer Kraft gesetzt. Und zwar nicht durch das Karlsruher Bundesverfassungsgericht, sondern durch eine einsame Entscheidung der Regierung oder von Frau Faeser. Das Ganze, dafür hat man einen juristischen Trick angewendet. Man hat einfach gesagt,
Kompaktmagazin GmbH ist kein Verlag, sondern ist ein Verein. Und dann sagt sie, jetzt darf ich Vereinsrecht anwenden und dann verbiete ich Kompakt als Verein. Ein Verein zu verbieten ist nicht so schwierig und der Verein, ein normaler Verein ist auch nicht geschützt von der Pressefreiheit. Sie umgeht sozusagen durch diesen Trick, dass sie sich aufs Vereinsrecht stützt, die Pressefreiheit. Und das ist juristisch völlig inakzeptabel. Aber wir sind kein Verein. Wir sind ein Verlag, das erfolgreichste Pressemedium der Opposition in Deutschland. Wir verkaufen 40.000 Exemplare im Monat. Unsere YouTube-Kanäle haben eine Reichweite von 1 Million am Tag. Und das wurde dem Regime natürlich gefährlich. Und deswegen haben sie jetzt in der Nacht- und Nebelaktion diktatorisch zugeschlagen, illegal, gegen das Recht, gegen Artikel 5 Grundgesetz. Ist ein einmaliger Vorgang. Und jetzt kann man wirklich sagen, wir haben immer davor gewarnt, es geht Richtung Diktatur. Aber heute ist das manifest geworden. Geht die Maßnahme jetzt noch weiter, weil die Kollegen noch da hinten stehen von der Polizei? Oder bist du jetzt entlassen aus dieser Maßnahme? Nein, ich bin nicht entlassen. Die Kollegen haben schon angekündigt, dass sie bis heute Abend hier ihrer Pflicht nachkommen wollen. Das heißt, die werden alles fotografieren und downloaden, was nicht nied- und nagelfest ist. Im Schlafzimmer waren sie auch schon unterwegs. Also das wird sich noch über Stunden hinweg hinziehen. Es wurde eben schon angesprochen, das Bundesinnenministerium bedient sich hier eines kleinen Umwegs, nämlich einem Instrument der wehrhaften Demokratie aus dem Vereinsrecht und spricht eben entsprechend ein Vereinigungsverbot aus. Und das klingt im ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich, ist es aber tatsächlich nicht. Es gab ähnliche Fälle, auch schon in der Vergangenheit, beispielsweise, dass als linksextremistisch eingestufte Online-Plattform links unten in die Media wurde auf ähnliche Art und Weise 2017 verboten. Aber auch da hat das Vorgehen zu Kritik geführt. Es ist ein Widerspruch in sich. Man verbietet Kompakt, weil es angeblich die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet. Aber die Akteure von Kompakt, die das betreiben, die werden nicht verklagt, weil der Staat natürlich merkt, damit würden sie vor keinem Gericht durchkommen. Aber das Verbot des Mediums, damit wollen sie durchkommen, indem sie das Medium nicht mehr als Medium, Magazin oder Zeitung bezeichnen, sondern als Verein. Kompakt kann man als ein Scharniermedium bezeichnen. Oder der Verfassungsschutz in Brandenburg spricht von einer Milieumanagementfunktion. Das heißt, Kompakt vernetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure der extremen Rechten. Von Reichsbürgern über klassische Neonazis zu Verschwörungstheoretikern bis hin zu neuen Rechten und Rechtspopulisten. Das Verbot bringt, glaube ich, drei Sachen. Es zerstört erstmal Infrastruktur und Ressourcen. Die werden sich jetzt eine ganze Weile mit sich selbst beschäftigen und überlegen, wie sie darauf reagieren. Das verschärft, denke ich, auch innere Konflikte in der Extremrechten, wo überlegt wird, wie reagiert man darauf? Lässt man sich das gefallen? Ist man jetzt eher zurückhaltend? Und ich hätte die Hoffnung, dass das dazu führen wird, dass es in Zukunft eine gewisse Mäßigung gibt bei einigen Akteuren, die nämlich weiteren Verboten entgehen wollen. Wie die AfD hat auch Jürgen Elsässer ein ganz besonderes Verhältnis zu Putins Russland. Ich bin kein Putin-Versteher, sondern ich bin ein Putin-Unterstützer. Würden Sie von sich sagen, dass Sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Ordnung stehen? Natürlich. Ich bin für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ich bin für das Grundgesetz. Und die Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und des Grundgesetzes, die sitzen in der Regierung und natürlich mittlerweile auch im Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz schützt nicht mehr die Verfassung, sondern nur noch die Regierung. Ich bin absoluter Demokrat. Obwohl ich für den Frieden mit Russland bin, bin ich kein Anhänger des russischen Systems. Es passt nicht zu Deutschland. Wir haben eine eigene demokratische Vorstellungen. Ich würde das deutsche demokratische System aber ergänzen durch das direktdemokratische Element der Schweizer. Wie gut der Draht von Kompakt zum Kreml ist, zeigt auch dieses Interview mit Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums. Fast 90 Minuten lang steht sie dem Kompakt-Moskau-Korrespondenten Hans-Jörg Müller, einem ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten, zur Verfügung. Wir sind stolz darauf, dass uns Frau Sacharowa das Interview gegeben hat. Während der Durchsuchung wird Elsässer vom ZDF gefragt, ob Kompakt aus Russland finanziert wurde. Er bestreitet das kategorisch. Kann ich völlig ausschließen. Wir haben keinerlei Unterstützung aus Russland. Nichts. Null. Nada. Kein Euro, kein Rubel, kein gar nichts. Ein untergehendes Regime schlägt immer wild um sich. Und Sie denken, das war damals bei Honecker und Mielke so,
Und jetzt ist es so bei Baerbock und Faeser, sie denken, wenn sie Verbote aussprechen, dann können sie ihr Regime retten. Aber das Gegenteil wird der Fall sein. Die Menschen bekommen das mit, sind dadurch noch empörter und dadurch wird die Opposition immer stärker und schließlich ist der Sturz des Regimes unausweichlich. Wir brauchen eine friedliche Revolution wie 1989 in der DDR. Kompakt ist jedoch kein normales Medium, wie Elsässer selbst betont. Und auch noch ein wichtiger Unterschied zu anderen Medien ist, also wir wollen einfach das Regime stürzen. Das Regime muss gestürzt werden, da stehe ich dazu, weil sich über die aktuelle Regierung hinaus ein Block an der Macht formiert hat, der dem Einheitsblock der SED und ihrer Verbündeten in der DDR ähnlich ist. Und so wie das SED-Regime durch eine friedliche Revolution gestürzt wurde, anschließend natürlich mit Wahlen die neuen Verhältnisse sozusagen legitimiert wurden, so wird es auch dem BRD-Regime und Frau Faeser gehen. Also Jürgen Elsässer sagt von sich selbst, dass das Ziel der Sturz des Regimes ist, wie er das nennt. Das heißt, im Idealfall einen Regierungswechsel, ob friedlich oder gewaltvoll, das ist da noch nicht ausgesprochen. Er sagt auch von sich selbst, dass er nicht nur Verleger ist, sondern ein Teil der Freiheitsbewegung. Das sieht man schon an solchen Äußerungen, dass Kompakt eben nicht einfach nur eine Zeitschrift ist, sondern Teil einer Kampagnen- und Organisationsplattform, die vor allem Proteste auf die Straße bringen möchte und die daran arbeitet, Institutionen und letzten Endes auch die Demokratie zu delegitimieren. Ich wollte dem Bademantelhersteller vorschlagen, dass er das Foto dann zur eigenen Bewerbung einsetzt, etwa unter dem Motto, so gehen Sie gut gekleidet in einer Diktatur früh morgens an die Haustür, wenn der Staat klingelt. Ja, die letzten Stühle, die kompakt geblieben sind, sind zwei Biergartengarnituren und Jürgen Schreibtischstuhl. Ja, wir sitzen jetzt vor dem Haus von Jürgen und wir haben trotzdem gute Laune. Der Widerstand geht weiter und wir halten euch auf dem Laufenden, was hier noch alles so Absurdes passiert im Laufe des Tages. Ich danke den Sicherheitsbehörden im Bund und den beteiligten Ländern für diese konsequente Maßnahme im Kampf gegen Rechtsextremismus. Ja, unfassbare Szenen spielen sich hier ab in Falkensee. Unsere Redaktion wurde ausgeräumt, durchwühlt, unser ganzes Studio wurde durchwühlt, ausgeräumt und das ist wirklich ein noch nie dagewesener Vorgang in der Geschichte von Deutschland, nämlich dass ein kritisches Presseorgan hier zerschlagen werden soll durch Nancy Faeser. Kompakt soll verboten werden. Damit zeigt das Regime seine diktatorische Fratze so deutlich wie noch nie zuvor. Deswegen kommt heute am Dienstag um 18 Uhr zu unserer Redaktion. Am Abend Solidaritätskundgebung vor seinem Haus. Es sammeln sich Dutzende Elsässer Anhänger aus dem Spektrum von Die Basis, Identitärer Bewegung und AfD. Ja, ich begrüße euch herzlich und bedanke mich sehr, dass ihr so spontan gekommen seid. Der heutige Tag wird in die Geschichte eingehen. Es ist ein schwarzer Tag für die Demokratie und vor allem für die Presse- und Meinungsfreiheit. Frau Faeser ist die treibende Kraft hinter dem Ganzen. Frau Faeser und die gesamte Ampel fürchten sich vor Kompakt, weil wir in den letzten Jahren immer stärker geworden sind, vor allem was den Bereich Kompakt TV angeht. Jeden Abend machen wir die Sendung und das Interesse steigt. Wir haben jetzt regelmäßig Zuschauerzahlen für Kompakt TV von über 1 Million täglich und zwar ohne GEZ-Gebühren. Wir stemmen das alles aus eigener Kraft. Paul Klemm, meine Frau und die gesamte Mannschaft haben dieses Instrument der Wahrheit namens Kompakt unheimlich nach vorne gebracht. Und das macht dem Regime Angst. Die Solidarität, die wir bereits erfahren haben, die ist natürlich riesig. Und das ist das Schöne bei der ganzen Geschichte, dass also das widerständige Lager zusammenrückt und erkennt, dass hier einfach ein Anschlag begangen wird auf einen Akteur, aber nicht nur auf diesen einen Akteur, sondern im Prinzip auf alle Akteure des Widerstandes. Ich habe auch so eine Begründung ausgehändigt bekommen, so ein Konvolut, warum das Ganze stattfindet. Und da stand auch drin, dass Kompakt als Koordinator agiert innerhalb des Widerstandes, also verschiedene Akteure miteinander vernetzt. Und das sieht natürlich die herrschende Regierung als Gefahr und deswegen wird hier Kompakt ins Visier genommen. Kompakt hat ein dickes Konto, weil wir saubere
Geschäfte machen und schwarze Zahlen schreiben, schon seit langem. Dieses Geld, aus ehrlicher Arbeit entstanden, hat jetzt der Staat konfisziert und will es für sich selbst verwenden. Das nenne ich Räuberei und Diebstahl. Das, was die Regierung gemacht hat, Jürgen hat es gesagt, das ist ein Verfassungsbruch, das ist ein doppelter Verfassungsbruch. Der erste Verfassungsbruch betrifft Artikel 5 Grundgesetz, die Meinungsfreiheit im Land. Die ist in einer schreienden, brutalen Art und Weise außer Kraft gesetzt worden durch dieses Verbot. Und dazu wurde zusätzlich noch der Trick angewendet, auch das hat Jürgen gesagt, auch den Artikel 14 Grundgesetz, nämlich den Schutz des Eigentums, außer Kraft zu setzen, indem man diesen Trick angewendet hat und gesagt, Kompakt ist in Wirklichkeit eine Vereinigung und die wird jetzt nach Vereinsrecht verboten. Mit dem gleichen Recht könnte man sagen, morgen wird die Deutsche Bahn verboten. Wir erklären die zur Vereinigung und verbieten die, wenn die da heute nicht mehr pünktlich fährt. Das hätte mehr Recht als das Verbot von Kompakt. Oder wir könnten sagen, wir verbieten die katholische und evangelische Kirche, die wir zum Verein erklären. Auch das hätte mehr Begründung als das Verbot von Kompakt. Es ist ein völlig aberwitziger, undemokratischer, rechtsstaatsfeindlicher Vorgang, präzedenzlos, wie Max Krah gesagt hat. Und das werden wir nicht hinnehmen. Und ich glaube doch unverdrossen noch an so viel Gutes im Land, dass dieser schreiende Bruch des Rechts von den Gerichten kassiert wird und Kompakt wiederhergestellt wird. Dieses Verbot von Kompakt geht aber über das Verbot einer großen und reichweitenstarken Stimme der Opposition hinaus. Es ist ein Angriff auf alle alternativen Medien im Land. Alle alternativen Medien im Land. Es ist ein Angriff auch auf die AfD. Denn was Kompakt verbreitet, was an Wahrheiten verbreitet wird, was die Regierung verschweigt, das hilft uns in unserem politischen Kampf. Natürlich ist Kompakt eine wichtige Stimme der Opposition und ist auch für die AfD wichtig, auch wenn Kompakt völlig unabhängig von der AfD ist. Und darüber hinaus haben wir als AfD Brandenburg mit der Kompakt-Firma einen Vertrag geschlossen, in dem wir die Ausstattung für die Bühne für unsere Wahlkampfveranstaltung gemietet haben. Ein ganz legales, ordentliches Geschäft, von dem beide Seiten was hatten. Das ist jetzt vorbei, das ist kaputt. Wir können die Bühne nicht mehr nutzen, wir müssen uns jetzt darum umsehen und sorgen, wie wir unsere Wahlkampfveranstaltungen in jedem Landkreis, in jeder großen Stadt, in jeder kreisfreien Stadt haben wir eine zentrale Wahlkampfveranstaltung, wie wir die jetzt durchführen werden. Und natürlich ist es alles andere als ein Zufall, dass jetzt zu Beginn des Wahlkampfes für die Landtagswahlen dieses Verbot erlassen wurde. Das ist einseitig, schändlich und miserabel. Politisch setzt Elsässer seit Jahren auf die AfD. Das Volk braucht einen Knüppel, mit dem es die Altparteien und die Regierung schlägt. Und dieser Knüppel ist einfach nur die AfD. Regelmäßig treten Parteifunktionäre bei seiner Online-Sendung auf. Um der AfD 2024 zum Wahlerfolg zu verhelfen, organisierte Kompakt sogar eigens eine große Veranstaltungsreihe. 2024, die blaue Welle rollt. Auf Kontrasteanfrage distanzierte sich die AfD-Bundespartei im März von der Kampagne, die unter dem Verdacht stand, eine illegale Parteienfinanzierung zu sein. Das hielt AfD-Politiker aber nicht davon ab, auf den Bühnen der blauen Welle aufzutreten, wie hier der Landtagsabgeordnete Oliver Kirchner aus Sachsen-Anhalt. Liebe Freunde! Kompakt hat Kameratechnik, hat sich im Laufe der letzten Jahre sehr, sehr viel Equipment und Know-how angeschafft, um Proteste zu begleiten, um dort Livestreams zu senden. Die sind jetzt gerade in Ostdeutschland vor den Landtagswahlen präsent, um im Vorfeld der AfD Wahlkampfwerbung zu machen. All das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Das heißt, viele Veranstaltungen, viele Kundgebungen werden ausfallen und das ist, glaube ich, ein viel schwerer Schlag als die wegfallenden Finanzmittel. Nehmen wir mal an,
Die Polizeikräfte und der Verfassungsschutz und das Innenministerium machen ihren Job wirklich richtig gut und machen gegen eine Gefährdungslage genauso wie heute hier ihre Truppen in die Spur. Ja, dann würde ich mich fragen, warum und wieso kann es sein, dass dann ein gewisser Antifa-Fotograf, eben stand er noch hier, da steht er, namens Hardy Krüger, aber mit dem guten Hardy Krüger nichts zu tun. Wie kann es sein, dass der zeitgleich oder davor schon auf die Polizeikräfte wartet, um hier Fotos zu machen? Wie kann das sein? Das frage ich Frau Faeser, das frage ich die Polizeikräfte, das frage ich den Medienschaffenden, der... Man kann auch sagen, den Prostituierten. Wie kann es sein, ich stelle mir diese Frage, Hardy Krüger, hier ist ein offenes Mikrofon, vielleicht können Sie uns sagen, wie haben Sie es geschafft, davon Wind zu bekommen, dass Sie heute vor den Polizeikräften hier vor Ort schon mit dem Teleobjektiv im Anschlag hier gestanden haben. Wie haben Sie das gewusst? Herr Krüger, waren Sie informiert durch die Behörden? Sie hatten ja das erste Bild reingestellt, als die Durchsuchung begonnen hat. Waren Sie informiert durch die Behörden? Keine Interviews und keine Filmaufnahmen. Sie sind ja Person der Öffentlichkeit. Haben Sie mich nicht verstanden? Nein, ich bin keine Person. Sie sind ja namentlich, sind Sie ja zu sehen. Nein, das ist ja. Ich habe Ihnen schon mal eine Abmahnung erteilt. Ja, kompakt haben Sie eine Abmahnung erteilt, stimmt. Ja, Sie waren nur dabei gewesen. Also, ich sage es nochmal, keine Interviews, keine Filmaufnahmen, können Sie gleich wieder... Wir dürfen alles filmen, das wissen Sie auch selber. Wir dürfen nicht alles veröffentlichen, das ist es. Aber... Okay. Sagen Sie es uns! Haben Sie eine Glaskugel? Heute Morgen hier. So. Ich glaube, im Haus von jungen Eltern, er wird uns dazu keine Antwort geben. Wir können es uns denken. Stand die Presse schon bereit. Wir haben bei den Rentnern. Mit einem Apparat zu tun, der die Presse, wirklich die Presse von war links heute pünktlich extrem zu der unterwandert ist. Wohnungsdurchsuchung hier vor Ort. Ist eine große Aufgabe von unserer Partei, der Alternative für Deutschland, natürlich. Da in Zukunft für Ordnung zu sorgen. Das war heute ein schwarzer Dienstag. Und schauen wir uns doch mal einen Grund an, warum Kompakt jetzt irgendwie ja, neben dem Grundgesetz stehen soll. Nein, Kompakt wird kriminalisiert. Weil es die Wahrheit sagt. Da wird also gesagt, Kompakt würde gegen die Menschenwürde verstoßen. Naja, was heißt denn das eigentlich? Wenn wir heute feststellen, dass Ausländer krimineller sind, dass wir hier Messermorde importiert haben und dass wir Gruppenvergewaltigungen, bevor die Ausländer, vor allen Dingen die kulturfremden Ausländer in unser Land kamen, gar nicht kannten. Und wenn wir das dann öffentlich sagen, dann wird das inkriminalisiert, dann wird das bekämpft mit dem Hinweis, man würde die Menschenwürde missachten, liebe Freunde. Das ist lediglich Propaganda, das ist ein Kampf gegen Patrioten, den wir so nicht hinnehmen und ich fordere alle auf, dass wir uns dagegen stellen. Wir müssen immer das sagen, was Fakt ist, immer auch das sagen, was wir für Probleme im Land haben. Dafür stand und dafür steht auch Kompakt und Jürgen Elsässer und wir kämpfen so lange, bis wir wieder Meinungsfreiheit in unserem Lande haben, liebe Freunde. Und was hat denn die linksextremistische Frau Faeser schon angedacht? Sie sagt, ja, Rechtsextreme, sie sollen nicht mehr reisen dürfen, man soll ihnen die Konten sperren und überhaupt das Finanzielle abklemmen. Aber wen meint sie denn damit mit Rechtsextremen? Na, wir wissen doch ganz genau, dass es Patrioten sind, die sie damit meint. Weil diese Bundesregierung völlig unpatriotisch handelt und uns Deutschen hier Steine in den Weg legen möchte. Deutschland soll von der Landkarte verschwinden. Wir sollen in 200-300 Jahren keine eigene Nation mehr haben. Alles soll aufgegangen sein in Vereinigten Staaten von Europa. Und jeder, der sich dagegen stellt, der wird inkriminiert, meine Damen und Herren. Und das wollen wir so nicht zulassen. Und Kompakt steht dafür, dass das nicht passiert. Und ich bin überzeugt, wenn es noch ein, zwei aufrechte Richter hier im Lande gibt, dann werden sie auch Recht sprechen. Und Kompakt wird vor Gericht gewinnen. Es kann gar nicht anders sein, liebe Freunde. Ist dieses Verbot dann vielleicht, und dazu bekommen wir, wie gesagt, auch einige Kommentare, möglicherweise auch kontraproduktiv?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, sich immer vor den Rechten hertreiben zu lassen und Angst davor zu haben. Ich sehe jetzt eher eine Chance, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, wie weit verzweigt dieses Netzwerk ist, was da passiert, wie das funktioniert und warum das eine Gefahr für die Demokratie und unsere Gesellschaft ist. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Regierenden sind unsere Angestellten und wir sind deren Arbeitgeber. Der Souverän ist das Volk, der Souverän ist nicht Frau Faeser oder der Deutsche Bundestag. Und diese Angestellten des Volkes müssen, wenn sie schlecht handeln, schlecht arbeiten, falsche Entscheidungen treffen, sich zu Recht vieles anhören, auch Polemisches. Und dass sie das nicht ertragen wollen und dass sie die Sprachrohre des Volkes, wie eben Medien, gängeln und verbieten wollen, hat mit dem Bild einer freiheitlichen Demokratie nichts mehr zu tun. Sind das Volk. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt. Wir sind das Volk. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt. Mit diesen Rufen wurde Geschichte geschrieben und ein ganzes Regime gestürzt. Damit ebneten die damaligen DDR-Bürger den Weg zum Mauerfall für die Einheit Deutschlands und Europas. Ja, der Tag ging sehr früh los bei mir. Um 6 Uhr kam das maskierte Großaufgebot, ich noch in Unterhose im Flur. Dann wurde alles auf den Kopf gestellt, unser gesamtes Studio abgebaut. Und das verrückteste Bild war eigentlich, wie die Beamten da aus meinem Bücherregal sämtliche Kompaktmagazine entfernt und mitgenommen haben. Also was ist das für ein Land, wo man gegen Gedanken, wo man gegen Worte, wo man gegen Zeitschriften vorgeht? Das ist einfach nur abartig. Hui Deibel. Ja, und deswegen nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr alle heute da wart. Und Anna, das ist Anna Leisten von der Jungen Alternative, die noch einen Hinweis hat, einen wichtigen Hinweis. Des Weiteren ist heute, seit heute Morgen im Internet, der Bleistift das Symbol des Widerstands geworden, weil sie können zwar unsere Logos, unsere Namen und vieles mehr verbieten, doch unsere Gedanken, die wir vom Kopf durch die Hand auf das Blatt geben, werden sie nicht verbieten können. Und deswegen möchten wir jetzt ein großes Foto machen und das Symbol des Widerstandes mit dem Bleistift, die wir da vorne verteilen, senden und Nancy Faeser zeigen, hier vor dem Haus, vor Jürgen Elsässer, stehen die Opposition, hier stehen die Oppositionellen mit dem Stift in der Hand und ihr werdet uns nicht tot bekommen. Feil, 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 feil. Und am Ende des Tages kann ich Ihnen versprechen, dieses Verbot von Kompakt wird keinen Bestand haben. Frau Faeser hat sich den ersten Nagel in ihren eigenen politischen Sarg geschlagen. Frau Faeser wird verschwinden und Kompakt wird wieder auferstehen. Vielen Dank. Sieg, Sieg, Sieg. Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Faeser. Die Demokratie siegt über die Diktatur und das Volk siegt über das Regime. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Eilentscheidung das Kompaktverbot auf Eis gelegt. Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke. Wir fordern den Rücktritt von Nancy Faeser, der verfassungsfeindlichen Innenministerin. Sie wollte uns mundtot machen, sie wollte euch die Stimme nehmen und damit ist sie nicht durchgekommen. Jetzt ist sie fällig, ihre Zeit ist abgelaufen und ihr Rücktritt ist überfällig. Das rote C kann wieder gezeigt werden. Und ich danke allen, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben, uns geholfen haben. Wir sind so dankbar. Und jetzt können wir erstmal weiterarbeiten. Es ist ein großer Tag für die Pressefreiheit. Wir geben euch Bescheid, wann wir wieder startklar sind. Im Augenblick sind wir noch blockiert, weil alle unsere
Wertgegenstände, Technik, Computer sind noch bei der Diktatorin, aber wir hoffen auf baldige Rückgabe. Bis bald. Darauf. Kompakt lebt. Kompakt lebt. Fersas fällig. Auf den Sieg. Politik im Fokus. Politik, Highlights, Breaking News. Politik im Fokus.